Heute mit Angriffe in Wort und Tat. Städtetag sorgt sich um Politikersicherheit. Jetzt im Kino. Die wütenden Les Miserables zeigt das Leben in einem Pariser Brennpunktviertel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover am Donnerstag. Der Deutsche Städtetag macht sich Sorgen um die Sicherheit von Politikern. Im Internet wie im Alltag passiert es immer häufiger, dass Amtsträger beschimpft, bedroht oder sogar gewaltsam angegriffen werden. Und betroffen sind nicht nur Vertreter auf höchster Ebene, sondern auch Kommunalpolitiker. Niklas Kuschkowitz berichtet. Einschusslöcher in den Fenstern des Büros des SPD-Politikers Karamba Diaby in Halle. BürgermeisterInnen wie Arndt Focke aus Esdorf bei Nienburg treten nach Bedrohungen zurück. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf dessen Privatgrundstück. Vermehrt sind in den letzten Monaten AmtsträgerInnen angegriffen worden. Bundesweit wird jetzt darüber diskutiert, wie man sie besser schützen kann. Ministerpräsident Stefan Weil sieht die gesamte Gesellschaft in der Pflicht, sich zur Wehr zu setzen. Wir erleben schon, dass generell die Hemmschwellen absolut gesunken sind, einfach mal alles rauszulassen, was man sich so denkt, häufig auch im Netz und unter dem Schutz der Anonymität. Und was ich mir wirklich wünsche, ist nicht nur ein stärkeres Eingreifen des Staates, da können wir sicherlich besser werden, sondern vor allen Dingen auch einen ganz klaren Widerspruch von vielen anderen. Das sind immer nur Minderheiten, aber es sind sehr lautstarke Minderheiten. Und wenn das so ist, dann muss wahrscheinlich die Mehrheit auch sehr viel lauter als bisher sagen, das ist nicht eine Gesellschaft, in der wir leben wollen und wir sind mehr als ihr. Für Oberbürgermeister Belit Onay ist der Hass kein Phänomen, das sich auf die Politik beschränkt. So seien auch immer wieder Menschen aus dem kirchlichen oder künstlerischen Bereich Ziel von Attacken. Es sind unterschiedliche Menschen, die für Demokratie, für Vielfalt, für eine vielfältige, gewaltfreie Gesellschaft einstehen. Und diese Menschen werden von leider einer lautstarken Minderheit allerdings angegriffen und angefeindet. Und da müssen wir als Gesellschaft auch dagegen stehen. Diese Solidarität in diesem Fall darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Es ist ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft und nicht nur auf die Betroffenen, weil sie an den Grundpfeilern unseres Zusammenlebens, unseres gemeinsamen Wesens hier rüttelt. Und das dürfen wir als Stadtgesellschaft und auch als gesamtes Land nicht hinnehmen. Innenminister Boris Pistorius nimmt in diesem Zusammenhang vor allem auch einen virtuellen Ort in den Blick, der mittlerweile für Verrohung und Hass berüchtigt ist. Die sozialen Netzwerke. Wir haben eine Bundesratsinitiative in Vorbereitung, die demnächst hier in Niedersachsen auf den Weg gebracht werden wird, wovon ich ausgehe, die zum Gegenstand hat, dass, wenn es um Hass im Internet, Beleidigungen, Bedrohungen geht, nicht nur Plattformen wie Facebook und andere in die Pflicht genommen werden, das zu melden, sondern auch Spieleplattformen wie Twitch zum Beispiel, aber es gibt auch andere, weil auch dort jede Menge Kommunikation stattfindet. Das ist, glaube ich, einleuchtend, dass man sie davon nicht ausnimmt. Und der zweite Punkt ist, dass wir der Auffassung sind, dass man User auf entsprechenden Plattformen identifizieren können muss. Das heißt, wir wollen die Betreiber verpflichten, ihre User zu identifizieren, bevor man sie zulässt. Deswegen kann trotzdem jeder mit einem anonymen Nick im Internet unterwegs sein, wenn er das möchte. Niemand soll gezwungen werden, sich öffentlich mit seinem Namen zu äußern. Aber wenn dann Straftaten begangen werden, Drohungen, Beleidigungen, Volksverhetzung oder anderes, dann können die Sicherheitsbehörden, wenn diese Daten vorliegen, die Identifikationsdaten beim Betreiber, viel schneller darauf zurückgreifen, müssen nicht auf die IP-Adresse sich ausschließlich verlassen. Das heißt, die Strafverfolgung passiert schneller und damit auch die Wirkung, die es haben soll. Auf Bundesebene schlägt die SPD einen Krisengipfel vor. Ein Plan gegen Hasskriminalität soll von der Regierung ausgearbeitet werden. Die Landespflegekonferenz sucht nach Strategien, die Pflege zu verbessern. Das und weitere Nachrichten aus der Region jetzt im Überblick. Die Landespflegekonferenz tagte gestern in Hannover. Ministerpräsident Stefan Weil und Sozialministerin Carola Reimann vertraten die Landesregierung bei der Konferenz. Zentrales Thema war eine bessere Koordinierung von Beteiligten in der Pflege. Ein besonderes Anliegen sei die verbesserte Zusammenarbeit mit den Kommunen. 2020 solle das Jahr der Pflege werden. Vom 15. Mai bis 1. Juni 2020 finden zum 11. Mal die Kunstfestspiele Herrenhausen statt. Das Programm stellte heute Intendant Ingo Metzbacher in der Orangerie vor. Highlights 2020 sind eine Virtual Reality Oper,
eine Laser- und Klanginstallation zum 300. Jubiläum der Großen Fontäne und die Betreiber wollen nach eigenen Angaben den Komponisten Ludwig van Beethoven wieder zum Leben erwecken. In ungefähr 75 Veranstaltungen mit vielen internationalen KünstlerInnen werden die barocken Gärten und die Kunst gefeiert. Der Vorverkauf beginnt heute unter www.kunstfestspiele.de. Heute wurden die Ergebnisse des Steintorplatz-Wettbewerbs vorgestellt. Dies ist der jüngste Schritt eines Prozesses, der schon seit anderthalb Jahren läuft und mit der Auftaktveranstaltung im Juni 2018 begann. Ein Ergebnis der Bürgerbeteiligung ist der Wunsch, den Platz als Platz zu erhalten, nicht zu bebauen. Der erste Preis des Wettbewerbs geht an das Berliner Büro Grieger Harzer. Dieses arbeitet mit der Künstlerin Ina Weise zusammen. Zentral auf dem Platz soll danach ein Lichtkunstwerk entstehen. Der zweite Platz geht an das Büro LAD Plus aus Hannover. Platz 3 Büro West 8 aus Rotterdam. Ab kommendem Mittwoch sind die Wettbewerbsarbeiten einen Monat lang in der Bauverwaltung ausgestellt. Die Entscheidung, was nach der Schule kommt, ist für viele junge Leute nicht leicht. Manche Entscheidung fällt dann erstmal auf ein freiwilliges Jahr. Neben dem freiwilligen sozialen und dem ökologischen Jahr käme auch das freiwillige wissenschaftliche Jahr in Frage. Seit 2011 wird es in Hannover angeboten, dennoch ist es wenig bekannt. Wir haben uns eines von derzeit 107 Wissenschaftsprojekten angesehen. Polymergefäße, Drehzahlmesser, Vakuumierer. Seit September hantiert Miriam Walter täglich mit solchen Arbeitsgeräten. Nach ihrem Abi am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gerden hatte die 18-Jährige erst einmal genug von all der Theorie. Sie entschied sich für ein FWJ, ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr, am Institut für Mehrphasenprozesse. Hier lernt sie den Laboralltag kennen. Vieles dreht sich um Biomedizintechnik. Ich arbeite in der Arbeitsgruppe Biomaterialien und in dem Forschungsprojekt, wo das große Endziel ist, ein Implantat für die Rotatorenmanschette, das hier in der Schulter, herzustellen. Und wir machen hier die Grundlage und geben das dann weiter an die MHH und an die TU Braunschweig. Miriam erforscht im Rahmen des Projekts gradierte Implantate, mit welchen Materialien sich Sehnenverletzungen am besten behandeln lassen. Die Aufgaben dafür kommen von Betreuer Alexander Becker. Der Doktorand leitet das Projekt und Miriam ist schon mittendrin. Also hier neben uns ist die E-Spinning-Anlage. Und damit stellen wir diese Fasermatten her, die das Grundgerüst für das Implantat, für die Rotatorenmanschette sind. Und hier muss man erst eine Polymerlösung herstellen. Und wenn man sie dann angerührt hat, kann man sie in eine Spritze tun und die Spritze da oben einspannen. Und dann wird durch einen Schlauch das hier reingeführt. Und dann entsteht über die Hochspannung eine Faser, die sich dann auf dem Kollektor, der sich dreht, ablegt. Und mit der Zeit bildet sich dann eine ganze Fasermatte aus, die man dann rausnehmen kann. Junge Menschen für Forschung begeistern, sei es Quantenphysik, Werkstoffkunde oder Neurologie. Das Ziel des 2011 initiierten FWJ. Insgesamt haben es bereits 654 Abiturienten absolviert. Und nahezu alle würden es auch weiterempfehlen, ergab eine Befragung. Die Plätze haben sich inzwischen mehr als verdoppelt. Der Anteil der Jungen und Mädchen ist dabei überraschend ausgewogen. Ein Verdienst, zu dem auch Professor Birgit Glasmacher beigetragen hat. Ich habe schon immer Spaß, Menschen für ein Studium der Ingenieurwissenschaften zu begeistern und vor allen Dingen Mädchen. Also, dass sie das, ihr Potenzial erkennen, dass sie also einen Studiengang auch aufnehmen können. Und da bietet das FWJ natürlich ideale Voraussetzungen. Wir selber haben im Exzellenzcluster Rebirth mitgeforscht und deswegen von Anfang an von diesem FWJ gehört. Glasmacher koordiniert viel rund um das FWJ. Unter anderem schreibt sie praxisnahe Projekte aus, die für Abiturienten spannend sein könnten. Was sie mir erzählen, die jungen Leute, ist, was das Coole ist, dass man morgens gerne um 7:30 hier auf der Matte steht. Um 5 kann man gehen und dann kann man abends machen, was man will. Feiern oder was auch immer. Und am nächsten Morgen kommt man gerne wieder. Man muss aber nicht den Abend über sich beschäftigen mit den Dingen und weiter lernen, ne? Oder was schreiben. Also sie haben dann Freizeit. Und das finden sie toll. Auch Miriam genießt die Vorzüge des Forscherlebens. Sie darf Vorlesungen besuchen und schon Prüfungen ablegen. Ein wenig umgewöhnen musste sie sich trotzdem. Also es ist nicht so, dass man im Unterricht sitzt und so halb aufpassen muss und dann viele Pausen hat, sondern halt schon, dass man hier sitzt und sich halt stellenweise auch selber beschäftigen muss oder halt gucken kann, ob man was selber noch lernen kann und sehr selbstständig ist. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Sich selber zu organisieren, habe ich auch schon gelernt.
Wir hatten parallel auch schon ein paar Projekte mit Oberstufenschülern und Schülerinnen und sind da ein bisschen durch eine harte Schule gegangen, sage ich jetzt mal. Und das konnten wir dann auch im FWJ noch weiterentwickeln, um abzuschätzen zu können, was kann wirklich ein Abiturient oder Abiturientin im Labor tun? Wie viel Anleitung brauchen die und wie selbstständig sind sie schon? Da überschätzen sich einige gerne. Die muss man dann so ein bisschen norden, also ein bisschen wieder runterkriegen. Andere sind sehr schüchtern und denken, sie können gar nichts und müssten erst eine Woche lesen, bevor sie was tun könnten. Also das muss man halt erkennen, wie die Menschen sind und dass man sie nach einer guten Einlernphase dann alleine laufen lassen kann. Doch die Mühe lohnt sich. Weil die FWJler sehr ordentlich arbeiten und viele Experimente übernehmen, kommen die Doktoranden schneller mit ihren Forschungsaufgaben voran. Und wir haben inzwischen schon mindestens 3 oder 4 ehemalige FWJlerinnen, die jetzt an der Leibniz-Universität Maschinenbau studieren und die bei uns im Institut weiterhin als Hiwis arbeiten. Also das ist einfach toll, weil ein FWJler, eine FWJlerin kann sofort im ersten Semester bei uns als Hiwi weitermachen, weil die sind so gut eingearbeitet. Das ist ein Geschenk. Und wir haben jetzt wieder unseren Kinotipp für Sie. Heute ist es der Film Die Wütenden, Les Miserables. Er spielt in einem Brennpunktgebiet in Paris. Dort sind verschiedenste Kulturen und sämtliche sozialen Konflikte anzutreffen. Der packende Film wirft einen Blick auf die Bewohner, auf Menschen, die in der Gesellschaft keinen Platz mehr finden. Les Miserables, Die Wütenden, erinnerte mich auf den ersten Blick sofort an etwas anderes. Und das war nicht der Roman von Victor Hugo, sondern der Filmklassiker Hass, La Haine aus den 90ern. Für mich war der damals eine Wucht, die mich mit Geschichte und Bildsprache einfach umgehauen hat. La Haine erzählte vom Schicksal dreier verlorener Jugendlicher in den sozialen Auseinandersetzungen der Pariser Vorstädte. Und auch Les Miserables erzählt von diesen Zuständen, nur diesmal aus Sicht dreier Zivilpolizisten, die mit den Clan-Chefs zusammenarbeiten und etwas rabiat sind, um überhaupt irgendwie durchzudringen in diesem Problemviertel. Bei der Menge brauchen wir Verstärkung. Wir regeln das schon. Als sie bei der Gewahrsamnahme eines Jugendlichen bedrängt werden und einem dabei die Nerven durchgehen, nimmt das Drama seinen Lauf. Auch weil ein Teenager das Ganze mit einer Drohne gefilmt hat. Was wiederum dazu führt, dass die Jugendlichen im Viertel den fragilen Waffenstillstand brechen. Was ist denn euer Problem? Was ist euer Scheißproblem? Das Gesetz bin ich! Was willst du mir damit sagen? Dass es ein Unfall war? Die Kleinen lassen nicht locker. Ist ja nicht eure Schuld. Wie immer. Sie haben noch allen Grund, wütend zu sein. Nur so hört man ihnen zu. Du gehst zu weit! Sehr dicht erzählt Les Miserables, die Wütenden, nicht nur von der Perspektivlosigkeit der Jugendlichen und dem System der Clans, sondern vor allem von den Schwierigkeiten in diesem Chaos als Polizist überhaupt irgendwie halbwegs die Lage im Blick zu halten. Während La Haine aber aus der Perspektive der Jugendlichen erzählte, nutzt Regisseur Lajdi 3 Zivilfahnder als Protagonisten. Das macht den Film nicht unspannender und am Ende spürt man auch eine ähnliche Hoffnungslosigkeit wie in La Haine, nur fühlt sich das dort mit der Sicht der Jugendlichen eben glaubwürdiger, richtiger an für diese Problematik. Warum sich 3 Polizisten diesen schwierigen Job antun? Nun ja, auch das wäre sicherlich eine spannende Frage gewesen. Aber die angespannte Lage der Vorstadt steht natürlich und zu Recht im Mittelpunkt dieses packenden Sozialthrillers. Und alles andere wäre wahrscheinlich auch Tatort gewesen. Krisister ist Ihr Einsatzleiter. Er kennt sich in dieser Gegend ziemlich gut aus, aber er ist auch jemand, der, wie soll ich sagen, was meinen Sie, Chris, etwas aufbrausend ist? Der ab und zu Grenzen überschreitet, aber allzu zimperlich darf man hier auch nicht sein.
Allerdings können Sie davon ausgehen, dass sich hier niemand... Und wir haben noch einen Ausstellungstipp für Sie. Die Galerie Robert Drees zeigt Fotografien der hannoverschen Fotografin und Filmregisseurin Franziska Stünkel. Die Aufnahmen zeigen das Zusammenleben von Menschen im Alltag. Sie sind in Nordamerika entstanden. Besonders interessant ist die Fülle an Aspekten und Bildinformationen, die Franziska Stünkel mit der Kamera einfängt. Morgen Abend um 19 Uhr lädt die Galerie zur Vernissage ein. Das war 0511 am Donnerstag. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen einschalten. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.